Es wird wieder Zeit für durchgeknallte und durchgedrehte Lifehacks. Und es wird wirklich durchgedreht. Wir bauen uns nämlich nicht nur zusammen den Bierbringer, es gibt heute auch den Turboschrauber. Was das ist, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Ich habe wieder ganz schön Gänsehaut, denn wir brauchen wieder die Bohrmaschine für den Turboschrauber. Die Frage ist doch folgende: Wie kriege ich diese Schraube in das Holz rein, wenn ich keinen Akkuschrauber habe? Kein Problem, ich habe doch meine Bohrmaschine. Neben der Bohrmaschine brauchen wir natürlich noch einen Schraubenzieher, aber einen ganz bestimmten, nämlich so einen. Bei dem kann ich das Mittelstück rausholen, umdrehen und von Schlitz auf Kreuz wechseln. Für den Turboschrauber brauchen wir nur das Mittelstück, das kommt jetzt hier vorne rein. Also, das Metallstück ist vorne drin, das müsste eigentlich funktionieren, ich probiere es einfach mal aus. Also die Bohrmaschine fühlt sich genauso an wie ein Akkubohrer, das ist verrückt. Wenn man Vollgas gibt, dann kann die Spitze vorne durchdrehen, also ganz vorsichtig, dann funktioniert er. Der Turboschrauber. Draußen ist es heiß. Es wird Zeit für ein Bier. Es wird Zeit für den Bierbringer. Morgen wird es ganz schön wild in meinem Garten. Die Jungs kommen zu Besuch. Ich werde einen fetten Grill aufbauen. Wir werden solche Fleischstücke braten. Mmh, köstlich. Und am Haus steht ein riesiges Fass. Da hinten stehen 5 bis 10 Männer am Garten, die wollen die ganze Zeit neues Bier haben und ich muss das ja tragen, vom Haus in den Garten. Für den Bierbringer brauchen wir jetzt folgende Sachen. Einmal, ganz klar, das Bier, dann habe ich noch ein paar Plastikbecher, da kommt das Zeug gleich rein und ein Karton. Hier unten mache ich mir jetzt 4 Löcher rein, da kommen später die Becher rein, die das Bier transportieren. Die Löcher müssen ja mindestens so groß sein wie die Unterseite der Becher, sonst passen die da gar nicht rein. Aber auch nicht größer als der obere Ring, denn sonst rutschen sie durch. Den Griff klebe ich jetzt oben mit doppelseitigem Klebeband zusammen. So, den Griff hätten wir auch. Jetzt müssen wir nur noch das Bier füllen und gucken, ob das alles auch hält. Ja, ich habe es eben geschüttelt, also da müssen wir jetzt durch. Ist auf jeden Fall eine gute Schaumkrone drauf. Wir wollen jetzt wissen, ob es der Bierbringer bringt. Tatsächlich, kein Problem. Ich muss sagen, für die kurze Bastelzeit ist das der absolute Hammer. Das Ding liegt gut in der Hand und er kommt auf jeden Fall mit auf die Grillparty. Der Bierbringer. Jetzt wird's gesoffen. Oh, okay. Ich drück mir hier einen ab und reibe, ich krieg das Ding da nicht rein. Ich stell mir das so vor. Backhefer hat echt einen fiesen Geruch. Die Ravioli können sich schon mal auf was gefasst machen. Übertreiben Sie es nicht mit dem Gas.